Willkommen zurück zu Let's Play Amnesia The Dark Descent. Ja, ich guck noch mal, weil ich will dieses Projekt nicht einfach abbrechen. Where did the Baron go? Who cares? He left us enough wine to last us a lifetime. Or at least until tomorrow. Das hatten wir doch schon mal. Nehmen wir sie halt. Ah ja. Okay, nochmal. What's happening? Oh, feels like my chest is going to burst. My God, Wilhelm, do something! Except we're not getting out of here. How can you say that? Alexander, you piece of shit! Let us out of here! Alexander war doch dieses Dreck, war doch dieser Dreckzeug, den wir jetzt sogar töten wollen. Ja, und ich sehe hier sogar schon Schränke. Weiß jetzt aber nicht, ob ich mich da in einem schon jetzt verstehe. Ich muss es nur kurz noch üben. Natürlich gibt es den Kreaturen und vor denen müssen wir uns auch öfters mal verstecken. Ich habe es mir auf jeden Fall mal angeguckt und in einer der Räume gibt es so eine Tür, aber die war bei mir nie da. Ah ja, okay, das ist gut. Ja, jetzt hier bleiben im Licht und versuchen weiterzukommen. Aber warte mal, wenn ich einen schlechten Geist, einen schlechten Zustand habe, dann komme ich nicht weiter oder was? Ich habe keine Zünderbüchsen, ich bekomme nie welche. Ich finde halt echt so gut wie nie welche. Ach ja, so viel dazu. Aber kein Öl für die blöde Lampe. Komm, nimm es. Perfekt, was ist das? Das ist kein Öl. Lol, was ist das denn? Den linken Stick bewegst du zum Schienen, drücke L1 ein. Hey, ich will das. Kann ich das jetzt nicht hier einfach wegschieben? Dann geht's hier durch. Wow. Oh mein Gott, das ganze Scheiß bewegt sich wieder alles, Alter. Oh. Ich bin richtig trippy, ja, ich weiß nicht, oh Gott, die Tür so gemacht. Verpiss dich! Das ist mein geistiger Zustand oder was? Ich glaube. Oh, warte, das hier muss noch weg. Hau ab! Scheiß Holz. Oh mein Gott. Oh, ist das unangenehm anzugucken, Alter. Oh, wird mir fast schon schlecht. Nee, aber jetzt mal ganz im Ernst, mir wird er wirklich echt schlecht. Warte mal, so kurz, so kann ich doch vielleicht rein. Nein, die scheiß Steine. Was? What the fuck? Ich will nicht crawlen. Hallo. Ja, warte. What the hell? Okay, dann mach ich halt hier das Licht an, wenn du schon dann umfällst. Heilige. Ich dachte schon, ich wäre tot. Okay. Was war das jetzt gut? Ja, das mache ich jetzt mal an. Okay, der gebrauchen ja viel dieser. What the hell? Er hat die gottverdammte Tür geschlossen. Ja, toll. Das ist ja voll viel. Also zwei dieser Ingredients haben wir jetzt schon. Wir brauchen noch zwei. Also wir brauchen so vier Stück davon, was ist das? Okay, das ist etwas zum Interagieren.
What the fuck? Wie geht die Tür jetzt auf? Gar nicht? Nee, das ist auch nicht schlecht. Die geht gar nicht auf. Die geht gar nicht. Da ist mal eine Tür. Da ist noch eine Tür, Mann. Ich hab wieder Angst. Dass ein Feind in der Nähe ist. Ja. Hör, ich habe eine Laterne. Also, als ich eine Laterne habe, war mir schon bewusst, dass er anders ist. Das ist so unbekannt. Ich habe leider keine Zillerblock. Was jetzt nichts Besonderes ist. Was ist das hier? Ist das wieder so eine Ingredients? Ja, ist es. Gefähr. Nein. What the hell? Ist aber besser, um es zu trinken. Ah, das kann ich trinken. Okay. Ist das eine Einbildung, oder? Ja! Hör auf! Steh auf! Junge, ich hab das doch gerade getrunken. Was ist mit dir? Ich will nicht da rumkrabbeln. Ist das Ding immer noch da? Ich dachte, es kommt noch nicht. Oder war das jetzt Einbildung? Und der bildet sich nämlich auch gerne mal Sachen ein. Der gute Daniel. Deswegen ist es ja so krass. Du weißt nicht, ob der sich das jetzt nur einbildet und der dir gar nichts macht. Oder ob das keine Einbildung ist und du dich verstecken musst. Also man sollte sich trotzdem immer verstecken, aber ich dachte jetzt nicht, dass der jetzt schon kommt, also. Ist das nochmal? Ah, ich bin jetzt. Okay, das ist gut. Wieder noch eine. Dann wetten wir dich in dem Raum. Aber wie komme ich da rein? Also gut, Friends, wir ist gerade... wenn ich mal den Knopf hier finden würde. Mir ist aufgefallen, ich hab die ganzen schon. Also muss ich jetzt eigentlich nur noch wieder zurück ins Labor, wenn ich mich nicht irre. Und dann sind wir schon wieder weiter. Also ich werde auf jeden Fall das Spiel dann nur Livestream. Also verpasst es nicht. Vielleicht könnt ihr mir ja dann sogar weiterhelfen. Weil ich gucke ja hier die ganze Zeit Let's Play. Falls es euch interessiert, kann ich das gerne mal sagen, aber... Ja. Falls euch interessiert, dann könnt ihr das ja in den Chat dann reinschreiben im Livestream. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid dabei. Weil Amnesia ist ein sehr geiles Spiel. Und ich hab auch Rebirth. Nur mit dem. Das Labor, ja, okay. Also gut, hier sind wir jetzt im Labor. Also das sind ja vier Chemikalien, also. Und hier den Chemietopf habe ich ja auch. Also müsste eigentlich alles easy sein hier unten. Schlechter brauche ich das ja nicht. Brauche ich ja nicht meine Laterne verschwinden. So, okay, ja, da habe ich's. Okay. Wenn ich das richtig gesehen habe, muss ich das hier jetzt so interagieren und ja, okay. Ja, eins hatten wir. Hier das zweite. Was passiert hier? Okay, es hat aufgehört. Zuerst müssen die Brenner angestellt werden. Welche Brenner denn? Das hier? Ah! Ich kann das so machen. Im rechten Stick. Achso, ich kann auch den rechten einfach benutzen. Okay. Das hält mich nicht auf.
Und da haben wir auch den Säuretop. Nice. Breiter übrigens, das musste ich gerade selber nochmal nachgucken. Ich hätte es nie, hätte ich das nie gefunden. Okay. Kann ich jetzt einfach hochklimmen? Oh, schon. Mucke. Oh, ich dachte gerade schon, meine Laterne wäre jetzt ausgegangen. Wohin gehen wir jetzt? Eingangshalle. Ah ja, stimmt, weil die Treppe ist ja eingestürzt gerade. Okay, okay, okay. Alles klar. So. Ich weiß jetzt halt nicht mehr ganz genau, wo wir jetzt die Säure, aber da gab es auf jeden Fall irgendeinen Weg, der war, glaube ich, versperrt. Bruder. Ist gut. Alles gut. Okay, dann gehen wir mal wieder hier unten lang. Hier. Komm her, du scheiß Ding. Gib mir das und zack, weg mit dir. Okay, nice. Raffinerie. Das Leinentuch roch nach Wüste und feuchtem Moos. Die Stücke lagen durcheinander gewühlt darüber. Zu viele, dachte er, oder vielleicht zu wenige. Daniel, ich weiß, du hast dieses Ort gefunden, du wolltest unbedingt wissen, was es ist, aber warum musst du in dieses Schloss reingehen? It sure is dark in here. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now, if you wish. What's the reason for the darkness, that is? Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Daniel. It's important that you keep going straight. And make sure not to stray. Das waren also wir und der Alexander. Die oder? Warte, was? Schon wieder? Oh Gott, leck mich doch. Alles klar, alles klar. Nee, ich habe keine Angst. Nee, absolut nicht. Warum soll ich eine Angst haben? Die Kreatur ist doch eh nicht da, mein Gott, Alter. Sie ist da. Sie ist verfickt nochmal da. What the fuck? Das ist real diesmal. Das ist real. Nein. Okay, das ist glaube ich da lang gegangen. Das Ding stand da nämlich gerade noch. Ich gehe hier mal rein. Mach die Tür zu. Das. Was ist das? Ist das Öl? Perfekt. Das ist gut. Okay, das ist extrem gut. Das Play bei mir habe, nicht meins, aber. Denn hier oben ist eine Zünderbüchse. Okay, machen wir lieber mal nicht, aber der ist eh nicht da. Da? Nee, okay, dann mach zu. Sag jetzt zu! Okay, 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 alles gut, alles gut, alles gut. Alles klar, alles klar. Nix, nix, nix hier. Oder, oh, das ist doch für Dinge. 22nd of June, 1839. It's been more than a month since my last entry. After the event inside the underground chamber in Algeria, Professor Herbert insisted I return to England. He said he didn't want to risk forfeiting the entire expedition lest I took a turn for the worse. An excessive decision, in retrospect. But I'm glad it turned out that way. I found my journal this morning in the haphazard collection of things brought home from Africa. Next to it lay the broken stone orb. Das wollte ich nicht vorlesen. Na, egal. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich hier jetzt lang will. Hat das mir gerade die verdammte Tür geöffnet. Wahrscheinlich gar nicht mal so schlau, dass ich jetzt hier lang gehe, aber das bleibt mir übrig. Nochmal eine Zünderbüchse. Immerhin das krieg ich noch, bevor ich wahrscheinlich verreck. Sogar nochmal. Nein, nicht das.
fiese ist, ich darf auch eigentlich gar nicht mein Ding benutzen, weil das Vieh ist hier. Na boah, ja, komm, scheiß drauf. Also jetzt ernsthaft da lang, wo das Vieh lang gegangen ist. Moment mal, hier war ich doch, oder? Ja, hier war ich. Dann ist es da lang gegangen. Oh man. Ja. Da vorne waren wir ja gerade, deswegen müssen wir vielleicht sogar jetzt zu dem Vieh rein. So. Schlägt es wieder gegen? Oh, Scheiße! Nein! Nein, steh auf, I feel the need to continue this journal, even though it was intended for my journey to Africa. This must be something very important. I just know it. I've taken it upon myself to piece the orb back together, but it's been more difficult than one might think. The pieces are behaving strangely. They seem to change color, shape, and texture, but ever so slightly. Yesterday, I took careful measurements and notated any significant markings. Today, I confirmed my suspicions. They were changing. I was terrified and rushed off to see the finest geologist in London, Sir William Smith. I approached the subject with care, and we discussed how rocks change form. He told me about the nature of glass, how it eventually collapses on itself, like ice slowly melting over the course of centuries. Smith eased my mind a bit, but I can't escape the feeling that these shards have otherworldly properties. Oh shit, man. Oh, bitte steh auf. Ich hab jetzt echt keine Lust, ob das Vieh reinkommt. Okay. Ich würde sagen, weiter geht's zum nächsten Part von Amnesia The Dark Descent. Und ciao.